Nur zusammen. Nächstes Anwendungsbeispiel. Frau Höller kauft ein Fahrrad und leistet eine Anzahlung von 210 Euro. Das sind 30% vom Kaufpreis des Fahrrades. Wie teuer ist das Fahrrad? Was haben wir gegeben? Was haben wir gesucht? Wir suchen den Preis des Fahrrades. Das müssen 100% sein. Der Grundwert, das Ganze, alles. Was haben wir gegeben? Die Anzahlung von 210 Euro und wir wissen, wie viel Prozent das sind. Der Prozentanteil, der Prozentsatz. 210 Euro sind 30%. Das ist schon das Einzige, was ich mal aus dem Text herauslesen muss. Der Rest geht gleich wie immer. Wir haben 30% gegeben und wir wollen immer über 1% rechnen. Das heißt, wir müssen es mit der Äquivalenzumformung durch 30 dividieren, dass wir 1% erhalten. 210 dividiert durch 30, kann ich mit deutschen Rechner machen, das geht aber im Kopf ganz leicht. Wie überlege ich mir das? 210 durch 30. Da streichen wir mal im Gedanken die Nuller weg, das darf ich, dividiert durch 10. Dann hätte ich nur mehr 21 dividiert durch 3. Ist gleich 7 Euro. Oder ich rechne es mit dem Taschenrechner, aber manchmal ist es schon ein bisschen einfacher, wenn man es logisch und schnell überlegt. Ein bisschen Kopfrechnen schadet ja nicht. Also 210 Euro sind 30%, dividiert durch 30 mit der Äquivalenzumformung, ergibt 1% 7 Euro des Kaufpreises. Was wollten wir haben? Wie teuer das gesamte Fahrrad ist? Also 100% ausrechnen. Na, dann muss ich nur mehr mal 100 multiplizieren. Wenn ich 100% wollte, 100% ist gleich der Grundwert, ist gleich 700 Euro. Auch wieder eine Sache, die man leicht im Kopf rechnen kann. Das heißt, man kann das ganze Beispiel eigentlich im Kopf rechnen. Was haben wir gemacht? Das, was wir immer machen, wir reduzieren jedes Beispiel immer auf die Frage, wie viel ist 1%? Mit logisch überlegen, was habe ich gegeben, den Anteil hatte ich gegeben, den Prozentsatz hatte ich gegeben, dividieren mal 100, dass wir den Grundwert bekommen, 700 Euro kostet das Fahrrad. Alles klar?